Ja, hallo und herzlich willkommen zu neuen Video. Heute, kurz vor Weihnachten, habe ich mir gedacht, machen wir mal was Besonderes. Und zwar habe ich hier Langustenschwänze. Die sind etwas größer als Hummerschwänze, finde ich. Und geschmacklich wirklich gut. Einmal im Jahr gönne ich mir das. Ist richtig teuer. Also Kilopreis bei 100 Euro. Aber wir machen das heute. Und zwar brauchen wir dazu noch, hier habe ich Zitronen, Thymian, schmeckt schön zitronig, dann etwas Butterschmalz, dann habe ich hier etwas Safranfäden für die Farbe und ein bisschen Geschmack, davon braucht man wirklich wenig, ist auch sehr teures Zeug, dann zwei Limetten, Salz und ein wenig Pfeffer und zwei Knoblauchzehen grob gehackt. Als nächstes müssen wir die Dinge halbieren. Wir machen das jetzt mit dem Messer, manche machen das mit einer Schere. Aufpassen, ihr braucht ein großes Küchenmesser und dann müsst ihr hier am Schwanzende in der Mitte das Messer einmal durchschauen und dann einfach mit Gewalt nach unten drücken. Und jetzt nochmal das Schwanzstück durchschneiden. So, und wir haben unsere Languste, würde ich sagen, perfekt halbiert. Was ich noch mache, die ein bisschen ablösen von dem Panzer hier. Ganz einfach, damit die später besser rausgeht. Und wir gleich die Butter oder den Butterschmalz hier ein bisschen einfüllen können. Einfach mit dem Finger. So drunter gehen, nicht ganz ablösen, das reicht schon. Und jetzt mache ich das gleiche mit der anderen. Ja, die Langusten sind eigentlich schon fertig für die Pfanne. Eigentlich müssen wir nur noch die Limetten ein bisschen, ja, ich würde die ein bisschen zerquetschen, damit wir den Saft gleich leichter rauskriegen. Halbieren. Und dann nehme ich jetzt alles raus und wir machen die fertig. Geht ganz, ganz schnell. Ja, es ist heute sehr, sehr windig, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Also die Pfanne steht schon etwas auf der Flamme. Gusseiserne Pfanne und da kommt jetzt Butterschmalz. Sollte ja schon für den ersten Moment ordentlich heiß sein. So, das genügt. Ein guter Esslöffel. Und jetzt legen wir in das heiße Butterschmalz unsere Languste mit der Fleischseite nach unten. Wir möchten erstmal ja, etwas Röstaromen haben. Und lassen das Ganze jetzt schön bei schöner, starken Hitze anbraten. Und dann machen wir weiter. Ja, Freunde. Die Langusten, die sehen schon, ja, von der Farbe gefällt mir das auf jeden Fall sehr gut. Was ich jetzt noch mache, ich gebe noch etwas Butterschmalz hinzu und dann machen wir alles fertig. Und zwar kommt da der Knoblauch erstmal rein, bevor wir die umdrehen und der Zitronen-Thymian. Dann mache ich schon mal Safran rein und da kommen sofort solche Aromen hoch und wir ja braten das ein bisschen an oder mit an, damit das Fleisch von unten auch Geschmack kriegt und dann drehen wir das Ganze um. Ein bisschen Salz und Pfeffer mache ich schon dran, also mehr Salz, also ich mag das auf jeden Fall, dass es würzig ist. Manche machen da gar kein Salz und Pfeffer, damit der Geschmack erhalten ist. Ist nicht meins. Und lassen das noch ein Minütchen so vor sich hin schmoren. Und jetzt, bevor wir die drehen, machen wir den Limettensaft. Natürlich geht auch Zitronensaft. Jetzt drehe ich die Flamme etwas runter. Und wir drehen die ganzen, ja, das sieht schon mal super aus, Langustenschwänze um.
lassen das Ganze jetzt ein paar Minuten vor sich hin. Ja, köcheln, das schmeckt schon gut. Ein bisschen Salz, Pfeffer. Und was ihr jetzt schon machen könnt, etwas von der Butter hier oben drauf geben. Und ich sag euch, Leute, wenn es fertig ist, schmeckt das mindestens genauso gut, wie es riecht. Ja, ich mache noch einen Löffel Schmalz rein. Und wir sehen uns in 2-3 Minuten, wenn der Panzer durch ist. Ja, ich sag mal 4-5 Minuten, dann ist das Ganze fertig. 5 Minuten sind rum. Ich habe das Ganze mit Olivenfolie abgedeckt. So eine Art Deckel. Für die Pfanne habe ich keinen Deckel. Ganz einfach, es geht euch schnell. Ihr könnt das auch, nachdem ihr das angebraten habt, auch in den Ofen schieben für ein paar Minuten. Vorgeheizten Ofen. Und das Ganze ist fertig. Ich zeige euch mal. Der Panzer unten ist rot. Und ich habe zwischendurch immer hier von dem Butter-Gemisch was drüber gegeben. Und ich sage euch, es schmeckt auf jeden Fall gut. Wir nehmen das rein und probieren das Ganze. Für mich ganz wichtig, nichts von der Soße hier zu verschwenden. Einfach nochmal alles, was wir haben, drüber geben. Das ist voller Geschmack alles. Auch den Knoblauch. So, ich habe euch etwas näher geholt. Hier ist alles drauf. Butter. Und schaut euch mal an, wie einfach wir das Ganze abziehen können. Und wir haben hier pures Fleisch. Es ist besser als Garnele und irgendwas anderes, sage ich euch. Es sieht wirklich sehr gut aus und es ist auf jeden Fall fertig. Und ja, probieren das Ganze. Und ja, Leute, geschmacklich finde ich, gibt es nichts Besseres als Langustenfleisch, was Meeresprodukte angeht, finde ich. Es ist auf jeden Fall Königsklasse. Davon kann man, glaube ich, 4 Stück essen, wenn man sich das leisten kann. Ist sehr mager und ja, hier mit der Butter. Man schmeckt schön den Knoblauch raus, leicht salzig. Man schmeckt deutlich den Safran raus, der passt da sehr gut rein. Man sieht hier das Gelbe und etwas Säure durch Limettensaft. Perfekt. Auch der Thymian. Es ist alles zusammen mit diesem tollen Fleisch. Man kann das natürlich auch Natur machen mit etwas Butter, wie viele das machen. Aber ich mag das gerne so. Es ist auf jeden Fall sehr gut. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche allen schöne Feiertage, wenn wir uns nicht mehr sehen, aber ich denke mal schon, und sage bis zum nächsten Mal.